Als Wandverkleidung auf dem Armaturenbrett eines Autos, als Sofabezug, als Taschen oder Schuhe. Mode aus Fischhaut ist das Luxusleder mit Öko-Touch. Denn es sieht exotisch aus wie Schlangen- oder Krokodilleder, aber stammt aus dem Bioabfall der Fischindustrie. Sabine Leibner arbeitet in ihrem Studio in Sieke bei Bremen seit 8 Jahren mit Leder aus Lachshäuten. Pimpt damit das Design ihrer Rindsledertaschen. Sie war auf der Suche nach einem neuen Material, als sie eher per Zufall auf Lachsleder aufmerksam wurde. Ich war völlig fasziniert von diesem Material, weil es einfach anders ist von der Struktur. Es ist nichts Exotisches, weil das hätte ich niemals verarbeiten wollen. Und ich dachte, ich muss irgendwas machen mit dem Material. Und Rind- und Lachsleder, wie schon gesagt, das ist eine irre schöne Kombi, die nicht jeder hat. Und etwas Besonderes, auch ein Stück Luxus. Neben den Taschen fertigt die 46-Jährige auch Gürtel, Geldbörsen und Accessoires aus Fischhaut. Bis zu 500 Euro müssen die Kunden dafür auf den Tisch legen. Der Produktionsaufwand ist enorm. Die dünnen, schmalen Lederstreifen müssen einzeln und per Hand vernäht werden. Einen Fehler kann sich die Designerin nicht erlauben, denn Lachshaut ist teuer. Es kostet 3-mal so viel wie Rindsleder. Doch nicht nur der Luxus- und Glamour-Faktor begeistert die Designerin. Mich fasziniert einfach, dass jede Lachslederhaut anders ist, ja, genauso im Prinzip wie auch die Haut beim Menschen. Und Lachsleder ist ein weiches Leder, aber was sehr reißfest und robust ist. Und ich habe auf den Ausstellungen immer eine Haut dabei, die ich den Kunden zeige. Und da reiße ich und rupfe ich schon seit mehreren Jahren dran rum und die ist halt immer noch ganz. Und ich denke, daran kann man auch die Qualität festmachen, was so eine Fischhaut aushalten kann. Das Lachsleder stammt aus dieser Fabrik in Weida, eine Stunde südlich von Leipzig. Hier wird jeden Tag Fischabfall von den Lachsfarmen angeliefert. Die Idee, aus Fischhäuten Leder zu machen, ist nicht neu. Noch Anfang des letzten Jahrhunderts gab es in Deutschland rund 10 Fischhautgerbereien. Das Handwerk versank in Vergessenheit, bis Holger Hein das Lachsleder 2004 wiederentdeckte. Er betrieb damals eine der weltgrößten Lachsräuchereien. Wenn Sie jeden Tag eine gewisse Anzahl an Lachse verarbeiten und zerlegen, dann fallen eben Abschnitte an. So, und das war Abfall, definitiv Abfall. Und das ist einfach schön, wenn man dann sieht, dass ein Schuh oder eine Handtasche auf dem Tisch steht, wo man sagen kann, Mensch, das hat die Kurve gekratzt, das Material, und das wird wiederverwertet. Doch einfach den Fischabfall zu häuten und in großen Trommeln zu gerben, so simpel lief es dann doch nicht. Immer wieder gingen die empfindlichen Häute mit den klassischen Gerbermethoden kaputt. Wenn Sie Lachshäute zu Leder verarbeiten wollen, hat das mit der klassischen Gerbemethode, die Sie von Rindsleder her und so weiter kennen, sehr wenig zu tun. Natürlich gibt es gewisse Abläufe in den Maschinenbereichen, die analog sind. Aber die Rezeptur als solches, da haben wir schon jahrelang entwickelt. Weil natürlich kommt man in der Gerberindustrie auf die Gerber mit den klassischen Methoden. Und die wollen die klassischen Methoden adaptieren auf Lachsleder. Das ist alles gescheitert. Baumöle waren die Lösung. Holger Hein hat sich den Prozess patentieren lassen. Mittlerweile kann er seine Lachshäute auf Kundenwunsch auch färben, bevor sie zum Trocknen kommen. Hier muss die Haut, im Gegensatz zum Rind, nicht gespannt, sondern nur glatt gestrichen werden. In einer Maschine werden die harten Lachshautstreifen dann wieder weich gewalzt. Als gefärbtes, lackiertes Einzelstück oder zusammengenäht als Meterware ist das Lachshautleder dann bereit für die Modedesigner. Das Geschäft mit den Fischhäuten läuft. Einen Wunsch hat Holger Hein aber dann doch noch. Es gibt ja große Passagierschiffe und da wäre es tatsächlich ein Traum, dort soll es ja auch irgendwo zurück zum Wasser, das Produkt, dass man im Interieurbereich auf großen Passagierschiffen tatsächlich dann auf Wandpaneele oder in den Räumlichkeiten dann unser Material in der Fläche verarbeitet sieht. Weil dann wirkt es einfach noch mal ganz anders wie als Eyecatcher in einem Accessoire-Produkt. Sabine Leibner holt derweil ihre neueste Tasche für eine Kundin in der Schneiderei ab. Dieses Exemplar ist für Sandra Müller aus Bremen. Die Designerin bringt es persönlich vorbei. Hallo, Frau Müller. Hallo, Sandra Frau Leibner. Abgelo, hallo. Das ist ja schön. Ein Jahr hat die 53-Jährige auf die Tasche gespart. Um die 500 Euro kostet eine solche Einzelanfertigung. Ich suche immer etwas, was nicht so von der Stange ist und was so etwas Besonderes hat, sodass ich so auch etwas trage, woran man erkennt, wenn die Tasche irgendwo steht, ach, das ist die Tasche, das ist meine Tasche.
Übrigens, falls die Frage jetzt aufkommt, Taschen wie diese sind zwar aus Fisch gemacht, riechen aber nicht mehr danach. Das Lachsleder riecht nicht mehr nach Fisch, es riecht wie Leder. Und jeder, der mal dran schnuppert, ist halt überrascht. Und angenehm überrascht, dass es eben nicht nach Fisch riecht. Mode aus Fischhaut. Ein geruchsneutrales Exotikleder aus Fischabfall. Luxus mit Ökosiegel sozusagen.